Jeden Morgen, wenn die ersten zarten Töne der Jungvögel erklingen, trifft sich in Zürich in einem Büro an der Limmat ein unerschrockenes Redaktionsteam, um die großen Probleme der Welt zu analysieren. Wir sind ein Unternehmen, das für Qualität, Leidenschaft und Nachhaltigkeit steht. Vereint wie ein Orchester und mit geschärftem Blick auf jedes Detail nimmt die Redaktion dynamisch Fahrt auf. Swatch ist ein Unternehmen für den Kunden und für die Kundin. Wir bringen innovativ und qualitativ hochwertigen Journalismus. Druckfrisch an die Schweizer Zeitungsstände. Denn eines ist sicher, das Große spiegelt sich im Kleinen. Wir sagen No zu Filterbubbles, Yes zu fundierten Stories. Wer sich auskennt, muss tagtäglich bescheiden sein. Um eine größtmögliche Social Disruption und einen Flow State an fundiertem Wissen zu erreichen. Was ist ein Flow State an fundiertem Wissen? Ist das ein Text, der von euch ist oder von der Wurz gekommen ist? Aber das ist nicht die Richtung, in die es gehen soll, oder? Klappe, letzte Bastion der Wahrheit. Wenn du an die Wurz denkst, was sind Adjektive, die dir gerade so in den Kopf hineinklöpfen? Also, Journalist denkt gar nicht gerne Adjektive. Wir sind kein Journalist. Ja, bin ich. Ich habe gerade vor Jahren eine Prüfung. Weißt, nennen Sie drei Adjektive. Könnte man vielleicht auch sagen, Lohngleichheit für mich bedeutet Togetherness, Equality und Target-Driven Solution Finding. Das ist nicht mein Wording. Okay. Ultra viel Anglizismen. Also du wirst jetzt wirklich die Wörter brauchen, also, weil ich würde ja die nie brauchen. Höhe schaffen ist auch etwas, was wichtig ist. Nachhaltigkeit, Kreativität, wo es einem Kollektiv entspringt. Wenn jemand sagt, ein Kollektiv schafft Nachhaltigkeit, Nähe und Qualität, dann schalte ich ab. Ich finde das noch schwierig. Stellt jetzt den Film an. Was für Bilder sehen wir? Was wird erzählt? Hey, ich habe keine Ahnung von Imagefilmen. Ich weiss nicht. Wir denken vielleicht auch so in eine Richtung. Weißt du, dass man eine Gruppe Forscher sieht, die im Labor etwas recherchieren? Oder ein Kind auf einem Spielplatz? Oder einen Bergsteiger, der einen Gipfel erreicht? Kannst du dir das vorstellen? Oder zum Beispiel einen startenden Chat, um einfach zu zeigen, dass ich mit Kraft in die Zukunft gehe. Findest du nicht, dass das wäre eine gute Analogie? Ich finde, wenn, dann wäre es ein Schnellzug, weil ein startender Jet in einer Zeitung, die ultra viel über Klimapolitik schreibt, ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch, gell? Ja. Wir Redaktorinnen der WOTS sprechen klar und druckreif. Ich finde die Keyword, nein, ich finde die WOTS, also, ja. Es geht uns um eine gerechtere Welt. Das behauptet irgendwie jedes Medium von sich, oder? Ja, aber ich glaube noch nicht so früh am Morgen eben. 40 Jahre nach der Gründung haben wir das größte Problem identifiziert. Haben wir schon. Frage ist nur wo. Filterblasen sind die Hauptursache gesellschaftlicher Spaltung. Ja, das klingt für mich mega dystopisch, ehrlich gesagt, aber ich weiß auch nicht. Damit die Menschen wieder aufeinander zugehen, sehr gut, sich zuhören und sich die Hände reichen. Ja, das, ich weiß nicht, das ist ja nur Klischee. Und um die Gräben zwischen den Menschen zu schließen. Ich kann ihn nicht bestätigen. In einer Zeit von Fake News. Oh Gott. Parallelwahrheiten. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Nee. Und Verschwörungstheorien ist die WOTS die letzte Bastion der Wahrheit. Das ist halt neoliberaler Bullshit. Und ich glaube, das ist wie das Wichtige, ist, wie, dass wir nicht so sind. Das ist eigentlich Nonsens, oder? Ich werde mir den Film nicht anschauen.